Principessa, nella tua fredda stanza, guardi la stella che trema. Das war eine Rekordrunde. Ich weiß, Piero. Ein großartiger Fahrer. Ein großartiger Wagen. Hier bin ich. In der Fabrik läuft alles gut. Die Entwicklung des neuen Wagens ist sehr vielversprechend. Naja, er hat noch nicht die richtige Traktion. Aber er ist trotzdem schon ungeheuer schnell. Ich bin derjenige, der langsamer wird. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, habe ich das Gefühl, es könnte das letzte Mal sein. Ich denke, wir sind bald wieder zusammen. Hallo? Ich bin wegen des Interviews hier. Ich bin zu spät. Oh, macht nichts, Signor Ferrari. Danke, dass Sie mich empfangen. Normalerweise spreche ich nicht mit Journalisten. Die schreiben doch sowieso nichts als Lügen über mich.
Ich bin stolz, dass Sie eine Ausnahme für mich gemacht haben, Signore. Nein, nein, nein. Wenn Sie sich mit mir unterhalten wollen, dann nur ohne Kassettenrekorder und Kamera. Ist gut. Ich habe mich oft gefragt, wovon ein Mann wie Sie eigentlich träumt. Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen. Aber ich habe schon seit Jahren keinen Traum mehr gehabt. Aber Sie hatten doch einen Traum, als Sie jung waren. Sie hatten, so viel ich weiß, den Traum, das absolut schnellste und schönste Auto der Welt zu bauen. Sagen Sie, Signor Ferrari, wie haben Sie es geschafft, dass dieser Traum wahr geworden ist und diese ganze Realität zu einer Legende? Ich war 10. Aber es kommt mir so vor, als wäre es gestern gewesen. Erlaubt herzukommen. Wenn ich dir sage, was du zu tun hast, dann gehorchst du mir. Aber Alfredo hast du mitgenommen. Sei still. Keine Widerrede. Sei vorsichtig. Und jetzt bleibst du in meiner Nähe. Thank you.
Lieblingsauto. Das soll ein Auto sein? Das ist doch nichts weiter als ein Stückchen Sperrholz. Wir fahren ein Rennen. Wir werden ja sehen, wer gewinnt. Aber wenn du verlierst, dann fang ja nicht an zu heulen. Ich gewinne. Los, komm. Morgen. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Kein Problem. Ich habe über Ihre Bewerbung nachgedacht. Aber leider haben wir hier bei Fiat im Moment keine Stelle frei. Um die Wahrheit zu sagen, haben wir gerade erst Hunderte von Leuten entlassen müssen. Bitte versuchen Sie es mit mir. Geben Sie mir eine Chance. Ich bin mein Geld wert. Sie können das nicht wissen, aber ich bin ein erstklassiger Fahrer. Das glaube ich Ihnen sehr gern. Es ist aber leider eine Tatsache, dass wir kein Rennteam haben. Das ist es ja gerade. Ich werde Ihnen eins aufbauen. Ich fürchte, es hat keinen Zweck, diese Unterhaltung weiterzuführen. Ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben.
Sagen Sie, wie war noch gleich Ihr Name? Ferrari. Enzo Ferrari. Merken Sie sich diesen Namen. Das werde ich bestimmt. Mehr als alles andere auf der Welt. In dieser Nacht damals habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder eine Nacht in der Kälte verbringen werde. Und sind Sie dann wieder nach Hause gefahren? Nein, ich bin in Turin geblieben. Ich hatte dort einen Freund. Einen guten Freund. Beppe Cicci. Wir trafen uns immer in einem Café in der Porta Nuova. Wir unterhielten uns über Autos. Und über Frauen, könnte ich mir denken. Ja, natürlich haben wir über Frauen gesprochen. Wissen Sie, ohne Frauen würden Motoren gar nicht anspringen. Enzo! Hallo. Danke. Guten Morgen. Oh, Dio mio. Entschuldigen Sie vielmals. Ich habe nicht gesehen, dass Sie... Ich bin wirklich untröstlich. Es tut mir leid. Ist schon gut. Hier, damit können Sie es abwischen. Danke. Es tut mir schrecklich leid. Das war dumm von mir. Haben Sie sich verbrannt? Nein. Schon gut. Es ist nur so, wissen Sie, ich hasse heiße Schokolade. Ich bin untröstlich. Ich wünschte, ich könnte es wieder gut machen. Da findet sich bestimmt ein Weg. Oh, und was würden Sie sich denn vorstellen? Oh, eine gute Tat. Ein Rendezvous mit einem Invaliden. Ich darf mich Ihnen doch vorstellen. Mein Name ist Enzo. Enzo Ferrari. Sie sagen das so, als wären Sie berühmt. Das bin ich auch bald. Mein Name ist Laura. Laura Garello. Laura? Wunderschön. Laura und Enzo, hä? Passt doch herrlich zusammen. dürfte ich vielleicht Ihre Adresse haben? Ich werde es mir überlegen. Hä? Ich werde es mir überlegen. Ja, gut. Danke. Sieh dir das an. Autos. Die waren mal deine Leidenschaft. Jetzt nicht mehr. Dreh dich um. Dreh dich um. Schönste Frau, die ich jemals in meinem Leben gesehen hatte. Wie sie da stand in ihrem purpurfarbenen Kleid. Rot, purpur. Sie hätten alles getan, um sie zu erobern, nicht wahr? Ja, sicher alles. Du kannst ihn nicht hinter dir halten. Er ist schneller. Lass ihn vorbei!
roter Kochtopf! Genau, ein Kochtopf, der gerade dabei ist, zu überhitzen. Komm jetzt nicht mit Nebensächlichkeiten, Beppe. Wenn ich nicht endlich ein paar Rennen gewinne, kann ich Laura nie heiraten. Stell den Motor ab, ein Schlauch ist kaputt. Hey, hast du nicht gehört? Du sollst sofort anhalten. Willst du, dass der Motor platzt? Das ist kein Wasser. Also, Enzo, das ist doch wirklich ekelhaft. Entschuldige, Beppe, aber es ist besser, wenn du dich auch daran gewöhnst, in die Hose zu pinkeln. Denn dieses Auto wird erst nach Überfahren der Ziellinie anhalten. Das ist wirklich, wirklich unzivilisiert. Ja! Wir schafften es tatsächlich, sie einzuholen und als Erste ins Ziel zu kommen. Und der Sieg wurde belohnt. Oh. Enzo. Und das? Das ist unser Schlafzimmer. Oh. Und, Signora Ferrari, was halten Sie davon? Gefällt es Ihnen? Signor Ferrari, das ist wundervoll. Aber finden Sie nicht, dass irgendetwas fehlt? Nein. Nein? Nein. Einen Monat danach habe ich sie geheiratet. Meine Mutter hat gesagt, wenn es darum geht, ein Desaster zu verursachen, dann gibt es keinen, der das besser als ich kann. Also, Sie waren auch Rennfahrer. Sie sind für Alpha gefahren, damals ein Traumteam. Ascari, Campari, Wagner und Sie. Und Sie siegten. Zuerst in Marcello, dann beim Alpine Cup und schließlich bei der Baccarat Trophy. Ich komm nicht vorbei! Gut, dann anders! Mein Sohn Francesco hat es immer bei sich gehabt. Es war sein Talisman. Legen Sie es in Ihren Wagen. Es wird Ihnen Glück bringen. Ich verdiene das nicht. Ihr Sohn ist ein Held gewesen. Genauso wie Sie. Auf Ihre Weise. Bitte, nehmen Sie es. Hat schon alle überrundet. Das ist Dazio Nuvolari. Was? Ein Motorradrennfahrer? Ja, genau den meine ich. Er schleudert, aber er nimmt nicht einmal seinen Fuß vom Gas. Er schleudert mit dem Wagen durch die Kurve. Wirklich erstaunlich. So was habe ich noch nie gesehen. Er schleudert. Enzo Ferrari. Nuvolari.
Wie geht's? Freue mich wirklich, Sie kennengelernt zu haben. Bevor was? Bevor Sie im Jenseits landen. Denn wenn Sie weiter so fahren, dann sind Ihre Tage gezählt. Naja, mein Freund. Das trifft doch für uns alle zu. Wir werden ja sehen, wer als erst ans Ziel kommt. Könnte es sein, dass Sie den Friedhof meinen? Also, ich wette, Sie sind vor mir dort. Tja, auch wenn es so ist. Warten Sie 3 Tage mit der Beerdigung. Man kann ja nie wissen. Vielleicht tauche ich gar nicht auf. Abwarten. Abwarten. Darf ich fragen, was du vorhast? Ich fahre genauso wie Nuvolari. Willst du Selbstmord begehen? Was tust du denn da? Ich habe ein Recht, glücklich zu sein, Enzo. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Hier verschwende ich mein Leben. Du wirst nirgendwo hingehen. Lass mich los. Du tust mir weh. Lass mich los! Bevor du dich umbringst. Ich sagte dir, wenn du mit den Rennen nicht aufhörst, werde ich dich verlassen. Ich werde weggehen und nicht mehr zurückkommen. Thank you.
Das war das letzte Mal. Danach habe ich das Versprechen gehalten, das ich Laura gegeben hatte. Ich bin nicht mehr gefahren. Niemals wieder. Das allerschwerste Rennen habe ich aber schließlich gewonnen. Nämlich die Schlacht gegen die Angst. Also wenn Sie diese Schlacht wirklich gewonnen haben, wie ist das passiert? Für mich war es die Ausnahme von der Regel, bis zum Äußersten zu gehen. Aber für jemanden wie Nuvolari war es die Regel. Also konnte ich nur akzeptieren, dass er die Nummer 1 war und ich die Nummer 2. Das war also das Ende Ihres Traums? Nein, das war der Anfang. Der Traum begann und er wurde größer, viel größer. Ich wollte ein Auto. Ein Auto, das in der Kurve nicht langsamer wird und fliegt, ohne dabei vom Boden abzuheben. Alpha ist eine sehr gute Firma. Sie sollten sich überlegen, Autos zu verkaufen. Warum verschwenden Sie Ihre Energie an einen eigenen kleinen Rennstall? Ich wäre dazu bereit, Ihren gesamten Sportbereich zu übernehmen. Die Wagen, Ersatzteile, Toren, Reifen, einfach alles. Und Sie können die finanziellen Mittel für eine solche Investition aufbringen? Ehrlich gesagt, Senior, ich habe keine Lira. Aber ich habe einen Plan. Ich mache Ihre Autos zu den schnellsten der Welt. Das sind doch nur Worte, Senior. Leere Worte, um genau zu sein. Was Sie von uns wollen, hat weder Hand noch Fuß. Und darum ist Ihr Vorschlag für uns wirklich nicht von Interesse. Könnten Sie einen Moment warten, bitte? Ich habe Sie so. Sie sind absolut begeistert. Ja, aber... Keine Angst. Wir werden den Vertrag sofort unterzeichnen. Warten Sie. Bitte. Das sind nicht bloß Worte, sondern Fakten. Das ist meine Berufung. Darauf verwende ich meine ganze Energie. Das ist die Aufgabe meines Lebens. Aber dafür würden Sie ein Unternehmen brauchen, das Sie nicht haben. Doch, habe ich. Ich lade Sie nach Modena ein, um eine Fabrik zu besichtigen. Und wie steht's mit Mitarbeitern? Vielleicht glauben Sie mir das nicht. Aber ich habe auch Mechaniker, Techniker und den größten Konstrukteur, den es zurzeit gibt. Unmöglich. Der Beste ist Vittorio Jano und der arbeitet für Fiat. Wir wüssten das. Wir haben ihm mehrere großzügige Angebote gemacht, aber er hat immer abgelehnt. Vielleicht enthielten Ihre Angebote ja keinen Traum. Vielleicht können Sie so etwas nicht verstehen. Aber Träume sind ansteckend. Also, lassen Sie uns die Konstruktionszeichen mal genau durchsehen. Vielleicht ist noch mehr dran, als ich Ihnen schon sagen konnte. Ich bin so erstaunlich. Darf ich vorstellen, Vittorio Jano. Morgen. Danke vielmals. Wiedersehen.
können Sie nur so rasen? Sie ist mir plötzlich vor den Wagen gelaufen. Sie sollten langsamer fahren. Ich bin nicht schnell gefahren. Kommt, Mädchen, kommt. Jedenfalls müssen Sie darauf achten, dass keins von den Kindern wegläuft. Lassen Sie uns in Ruhe. Reicht es Ihnen nicht, dass Sie die Mädchen erschreckt haben? Kommt, Kinder. Los, los. Geh zu dem Baum da. Die Fotografen bitte hier rüber. Das ist der bessere Blickwinkel. Also dann, meine Herren, halten Sie sich bereit. Heute ist ein historischer Tag. Verehrte Damen und Herren, und von heute an wird man sie nur noch die Alpha der Scuderia Ferrari nennen. Das hier ist unser Markenzeichen, das springende Pferd. Ja, aber Signor Ferrari, wer wird den Wagen fahren? Keine Angst, Signor. Wir haben hier jemanden, und zwar Campari! Grazie! Grazie! Danke, Enzo. Gratuliere. Aber das ist nicht der einzige Star, den wir engagiert haben. Wir haben auch Varzi, Chiron! Wo ist denn dieser Mistkerl? Keine Ahnung. Einen Moment, verehrte Gäste. Hier ist er! Meine Damen und Herren, Tazio Nuvolari! Mein Freund! Enzo. Wie geht es dir? Gut, und dir? Bitte, setz dich ein. Verdammter Schnitzel. Kannst du mir sagen, was du vorhast? Ich will gewinnen. Hör zu, wieso engagierst du mich nicht, sagen wir, für die ganze Saison? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Los, kommt! Gratuliere! Ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Und auch, um Sie zu fragen, ob Sie mit mir ausgehen. Sind Sie nicht schon wieder mal ein bisschen zu schnell? Heißt das jetzt ja oder nein? Kommt ganz darauf an, wohin Sie mich einladen wollen. Oh, Sie entscheiden.
Geben Sie mir einen Moment, um mich zurechtzumachen. Ja. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Da sind wir. Das sind meine Schwestern. Wir gehen immer alle zusammen aus. Wir hatten uns schon etwas vorgenommen, aber wenn Sie wollen, können Sie uns gern fahren. Mama. Eins ist sicher, irgendwie mag ich ihn. Eine Sängerin bin ich nicht. Ich habe wirklich zu viel getrunken. Es war ein wunderschöner Abend. Allerdings, ich danke Ihnen. Wir haben uns großartig amüsiert. Ja, wir alle. Gute Nacht. Gute Nacht. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich komme gleich nach. Gute Nacht. Verzeihen Sie, ich verspreche Ihnen, dass wir nächstes Mal allein ausgehen. Ach. Es war doch ein schöner Abend. Flora ist mir mindestens 100 Mal auf die Füße getreten, aber... naja, egal. Ich bin derjenige, der um Verzeihung bitten muss. Warum? Weil ich... Ihnen ein Geständnis machen muss. Aber nicht weiß, wie ich anfangen soll. Kommen Sie schon. Ich bin verheiratet. Sehr spät, ich werde jetzt reingehen. Und danke für den schönen Abend.
seit einem Monat bringt er dir jetzt jeden Tag Blumen vorbei. Du bist ganz schön dickköpfig. Was soll das? Du wolltest mit mir ausgehen. Zieh dich an. Geh allein aus. Ich habe heute keine Lust. Ich halte das nicht mehr aus. Ist es eine Drohung? Enzo, bitte. Ich will meinen Ehemann zurück. Unglücklich bist, tut es mir leid. Aber ich kann nichts daran ändern. Nein, das ist nicht gut. Wir müssen noch mal von vorn anfangen. In Ordnung. Schalten wir ihn aus. Nein, lass ihn weiterlaufen! In 4 Tagen müssen wir fertig sein. So kann es nicht weitergehen. Was ist mit dir los? Das geht dich überhaupt nichts an. Gib mir den Schlüssel. Schon in Ordnung. Geht wieder an die Arbeit. Geht's wieder? Komm. Bringen wir ihn nach Hause. Nein. Ich werde nach Hause fahren. Ich fahr mit. Nein, keine Angst, es geht schon. Ich komme zurecht. Bist du sicher? Ja. Konzentrier dich auf den Motor. Entschuldigen Sie, dass ich die Zeit störe. Was ist denn? Mein Gott. Was ist passiert? Ich wollte dich sehen. Um 4 Uhr morgens? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich hatte einen Unfall und... ich dachte, ich würde sterben. Soll ich nicht lieber einen Arzt holen? Nein, bitte. Wenn der Arzt auch nur ein Wort sagt, dann spricht morgen ganz Modena über nichts anderes. Das hast du nicht verdient. Es interessiert mich nicht, was die Leute sagen. Lass sie doch reden.
Es ist wirklich alles sehr schön. Worauf wollen Sie hinaus? In einer einzigen Stunde hat Ihre Frau Sie doch für immer an sich gebunden. Ja. Aber damit hat sie mir auch das kostbarste Geschenk gemacht, das man sich nur wünschen kann. Dino. Dino. Er ist eingeschlafen. Los! Zieht das an, Dino, gib das! Eine Runde dahinter, Louis Chiron und René Dreyfus auf Bugatti. Enzo, gib mir das Baby. Keine Angst, dem geht's dir gut. Ich war Dino? Du bist verrückt, was soll denn das? Dieser Lärm hier macht mich taub. Und von dem Benzingestank wird ihm nur schlecht. Komm, gib mir das Baby. Er soll sich jetzt schon daran gewöhnen. Sein ganzes Leben lang Benzin riechen. Setz dich hin. Setz dich. Verdammt. Jetzt tauchen sie auf. Da sind Nuvolari und von Hauschmann. Sie biegen auf die Zielgerade ein. Nuvolari liegt vor. Nuvolari liegt vor. Von Hauschmann ist zurückgefallen. Er wird es schaffen. Er muss es schaffen. Los, gib Gas. Los, du schaffst es. Ganz knapp dahinter von Hausmann auf der Tiege. Ja! Was für ein großartiges Rennen von dem Italiener aus Mantua. Geschafft, mein Sohn! Geschafft! Glückwunsch. Sie waren großartig. Aber schön, dass Sie nur Zweiter sind. So ist das Leben. Ganz ruhig, Leute. Aufpassen, dass keiner einen Fluchtversuch macht. Einer versucht abzuhauen, wird sofort geschossen. Absitzen! Los, Beeilung! Beeilung, los, los, los! Alles hier rüber, los! Sie sind ein Verräter! Sie stellen Waffen für die Partisanen her! Nein, 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 keine Waffen. Was ich hier herstelle, sind Ventile, und zwar ein deutsches Patent. Zurückgehen! Los, an die Wand! An die Wand! Hören Sie, Sie sagen besser die Wahrheit. Wir wissen nämlich Bescheid. Aufhören! Erkennen Sie mich wieder? Ob Sie mich wiedererkennen? Von Hauschmann. Nummer 26. Mercedes. Bravo. Die Rennstrecke. Die von Reims. Ihr Fahrer gewann, ich wurde Zweiter. Was soll das? Ist das die Revanche? Nein, Ferrari. Ich wollte schon immer einen Rennwagen von Ihnen fahren. Da muss ich Sie doch schützen, oder? Tauchen Sie eine Weile unter. Es wird langsam gefährlich. Ich kann nicht länger für Ihr Leben garantieren. Abteilung! Abrücken! Aufsetzen! Los!
Bist du allein? Die anderen sind bei unserer Tante. Hast du keine Angst? Nicht, wenn du da bist. Ja, aber ich kann nicht bleiben. Du bist aber sicher hier. Niemand wird dich bei uns suchen. Nein, es wimmelt überall von Spionen. Du würdest Schwierigkeiten bekommen, wenn du mir hilfst. Ich muss gehen. Nein, Enzo, geh bitte nicht. Ich hätte gar nicht herkommen sollen. Bleib wenigstens diese Nacht. Sehen Sie sich das an! Du, Beppe, wir mögen verwundet sein. Aber wir sind noch am Leben. Auseinander und fangt nochmal an. Ja, aber der Wagen muss morgen früh unbedingt fertig sein. Also im Moment würde ich sagen, das wird ziemlich schwer werden. Wann ist es schon mal leicht gewesen, Vittorio? Die Journalisten kommen morgen früh hierher. Ich habe ihnen den Prototyp versprochen. Entschuldige, Enzo, aber ich fürchte, diesmal wirst du den Termin verschieben müssen. Der Wagen muss aber morgen früh fertig sein. Wir brauchen dafür mindestens noch 24 Stunden. Wir haben aber keine 24 Stunden mehr, verstehst du nicht? Enzo, was ist? Was hast du, Enzo? Alles klar? Ja, ja, ja. Enzo? Ja, 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 nur ein kleines Stechen. Hör zu. Wenn ihr nicht wollt, dass ich einen Herzanfall bekomme, dann dürft ihr mich jetzt nicht im Stich lassen. Entweder wir schaffen es, dass der Wagen bis morgen funktioniert, oder wir riskieren, dass diese Fabrik untergeht. Also gut. Na los, bockt ihn auf. Weiter so, Lina. Pressen, pressen. Jetzt kommt es, ich spür's. Kommen Sie zu Ihrem Sohn.
Und? Zufrieden? Du hast den Nerv und kommst in dieses Haus! Verschwinde! Auf der Stelle! Verschwinde! Es ist vorbei, Enzo! Ich verlasse dich und Dino nehme ich mit! Dino wird nirgendwo hingehen. Du kannst mich verlassen, wenn du willst, aber Dino bleibt bei mir. Dazu hast du kein Recht! Dazu hast du kein Recht! Ich werde ihm alles erzählen! Alles! Ich werde ihm die Augen über dich öffnen! Aufhören, Mama! Bitte, aufhören! Ich will das alles nicht mehr! Dino! Warum bist du weggerannt? Mama sagt, du hast noch eine andere. Und auch noch einen kleinen Jungen. Das ist nicht wahr. Sieh mir in die Augen. Ich werde dich nie anlügen. Glaubst du mir? Und warum streitet Mama dann immer mit dir? Ich verspreche dir. Ich verspreche dir, dass wir damit aufhören werden. Hm? Keine Angst. Komm, gehen wir nach Hause. Ich kann nicht. Meine Beine tun weh. Komm, stütz dich auf mich. Du bist nur erschöpft. Hm? Na komm. Campagnolo, hol mir eine neue Feder! Verfluchter Mist! Vergiss es, Tazio! Steig Außenteer auf! Es ist vorbei! Tja, Ferrari. Du denkst vielleicht, ich bin zu alt dafür. Aber ich kann es immer noch. Ich gewinne dieses Rennen. Ich fühle es. Na schön. Dino, komm her. Na komm. Aber wenn du schon dazu entschlossen bist, dich umzubringen, dann musst du versuchen, gerissener zu sein als dieser Deutsche. Was schlägst du vor? Wie wär's dann? Nach ein paar Kilometern fährst du von der Straße runter und versteckst dich. Wenn er drauf reinfällt, wird er denken, dass du führst und fährt seinen Motor heiß, um dich zu kriegen. Dann ist er der Angeschmierte. Hast du das gehört? Merk dir das, Kleine. So können nur Genies denken. Wir sehen uns an der Ziellinie, Ferrari. Denkst du, dass er es schafft, Papa? Darauf kannst du dich verlassen. Kannst du dich verlassen? Dino? Komm her. Siehst du? Wir versuchen rauszukriegen, warum wir die Panne haben. Fass ihn nicht an. Hast
Fass ihn nicht an! Es ist schon gut, Dino. Schon gut, du bist nur ausgerutscht. Steh auf. Steh auf. Du hast recht, Papa. Ich bin nur ausgerutscht. Jetzt stehe ich auf. Und ich schaff das ganz allein. Sehr gut. Du schaffst es schon. Und zwar ohne jede Hilfe. Siehst du? Ich kann es. Geht wieder an die Arbeit. Ja, gut so. Spürst du etwas? Nein. Gar nichts? Nein. Ist gut. Das hätten wir. So, du kannst dich hier hinsetzen. Zieh deine Schuhe wieder an. Signore, würden Sie bitte herkommen? Bitte nehmen Sie Platz. Nun, Doktor? Ich wollte, ich könnte Ihnen mehr sagen, Signor Ferrari. Ihr Sohn hat zunehmend Schwierigkeiten mit dem Gehen, und das gefällt mir gar nicht. Wir müssen uns das etwas genauer ansehen und eine neurologische Untersuchung durchführen. Spezielle Tests und, naja, alles, was nötig ist, um eine genaue Diagnose zu erstellen. Papa, meinst du, ich werde wieder gesund? Aber natürlich. Ich verspreche es. Dino war sehr willensstark. Jahrelang schien er seine Krankheit in Schach zu halten. Aber im Lauf der Zeit wurde sie stärker und brach wieder aus. Hallo? Wo? Dino! Was ist passiert? Er hat am Zeichentisch gearbeitet und ist plötzlich blass geworden. Dann ist er zusammengebrochen. Ist alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ich wette, du hast deine Medizin nicht genommen. Doch, ich hab sie genommen. Und deine Übungen? Hab ich gemacht. Du bist nur erschöpft. Jetzt geht's dir doch schon besser. Ich seh's dir an. Es geht dir besser. Komm.
Ich habe ihnen viel Zeit gegeben. Aber es geht ihm immer schlechter. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie ihm helfen können, sagen Sie es. Dann werde ich ihn woanders hinbringen. Kommendatore, ich habe möglicherweise versäumt, Ihnen den Ernst der Situation klarzumachen. Ihr Sohn leidet an einer mangelhaften Versorgung des Muskelgewebes. Der Name dieser Krankheit ist Muskeldystrophie. Schön. Wir wissen, wie sie heißt. Und jetzt müssen wir sie heilen. Ja, natürlich. Genau das müssten wir tun. Aber leider ist unser Kenntnisstand, was diese Krankheit betrifft, noch sehr begrenzt. Und eine Heilmethode gibt es derzeit leider noch nicht. Ich wollte, ich könnte Ihnen irgendwelche Hoffnungen machen. Hoffnungen? Was reden Sie da überhaupt? Sie sind ein Arzt und kein Priester. Wir unterhalten uns hier über meinen Sohn. Sie müssen verrückt sein. Verrückt. Ich kann sehr gut verstehen, dass es Ihnen schwerfällt, diese Neuigkeit zu akzeptieren. Aber als sein Vater müssen Sie die Wahrheit erfahren. Diese Krankheit ist progressiv. Und sie ist unerbittlich. Sie wird nicht zum Stillstand kommen. Wir können nichts dagegen tun. Verstehen Sie, was wir sagen wollten, Signor Ferrari? Signore. Verstehen Sie es? Ärgerlich auf dich, weil du mich nicht heilen konntest, sondern wegen der Lügen, die du immer erzählt hast. Die Lügen, Papa. Hilf mir, Papa. Hilf mir. Ich möchte nicht mit dieser Wut in mir sterben.
Bitte, Papa. Darf ich dir eine Frage stellen? Und bitte, sag diesmal. Bitte, bitte, sag diesmal die Wahrheit. Liebst du uns so sehr? So sehr, wie du sie liebst. Ich liebe dich, Tina. Ich liebe dich mehr als irgendjemand sonst. Mehr als alles andere, was ich in meinem Leben geliebt habe. Halt mich ganz fest und geh jetzt nicht weg. Du darfst mich nicht verlassen. Du darfst mich nicht verlassen. Schicksal ist doch nichts weiter als eine Ausrede. Sie haben Unrecht. Es gibt Dinge, die Sie nicht mal mit dem stärksten Willen bezwingen können. Wissen Sie, vor einigen Jahren ist dieses Grabmal hier geschändet worden. Seine Knochen lagen überall verstreut herum. Als ob der Tod meines Sohnes selbst nicht genug Schmerz verursacht hätte. Wer war das? Ich habe es nie herausgefunden. Irgend so ein Mistkerl wie Sie. Alles in Ordnung? Ich stütze Sie. Los, kommen Sie mit. Thank you.
Sie hatten Angst, nicht wahr? Wie können Sie es wagen, mit mir zu spielen? Wenn Sie mich noch ein einziges Mal anfassen, könnte ich vergessen, dass Sie ein alter Mann sind. Vielleicht bin ich ein alter Mann, aber wer sind Sie? Was war zum Beispiel mit Marco Giugni? Den besten Testfahrer, den Sie je hatten. Sie hatten ihm sogar einen Platz im Team angeboten. Aber er hat nicht lange genug gelebt, um das Angebot anzunehmen. Oder seinen Sohn kennenzulernen. Na los, mein Junge. Zeig mir mal, was der Wagen kann. Ja, Signore. Sicher. Aber die Wahrheit ist doch, dass sie immer noch stärkere Motoren gebaut und die Risiken der Fahrer ignoriert haben. Die Experten sind in diesem Punkt aber nicht ihrer Ansicht. So, und was ist mit den anderen? Ascari? Castellotti? Collins? Alle tot. Hä? Oh, schon gut. Ich verstehe. Es waren immer die Fahrer schuld, oder... Vielleicht auch deren Freundinnen, die Fahrer ablenken. Es lag nie am Wagen. Es gibt nichts, das ich zu bereuen hätte. Haben Sie das auch den Richter nach der Katastrophe von 1957 erzählt? Die haben Ihnen lange genug Zeit gegeben, Ihre Sicht der Dinge darzulegen. Bei einem einzigen Unglück sind 12 Menschen getötet worden. Was sagen Sie zu den Gerüchten, dass es wahrscheinlich Probleme mit den Bremsen von De Portagos Wagen gegeben hat? Wie Sie schon gesagt haben, sind das nur Gerüchte und die interessieren mich nicht. Sein Wagen hat alle unsere Kontrollen durchlaufen. Im Augenblick habe ich Ihnen nichts weiter zu sagen. Kommentatore, in der heutigen Ausgabe der Vatikanzeitung des Osservatore Romano bezeichnet man Sie als neuen Saturn, der seine eigenen Kinder verschlingt. Ich möchte nur wissen, was Sie dazu sagen. Ich bin der Meinung, dass es jedem Journalisten freisteht, zu schreiben, was ihm beliebt. Mein Gewissen ist rein. Und trotzdem, wegen dieser Vorwürfe, soll das Gericht eine Entscheidung treffen. Aber niemand hat das Recht, keiner von Ihnen, sich hier aufzuführen wie die Schakale. Schakale? Wie kommen Sie dazu, um Schakale zu nennen? Das hat uns zu beleidigen. Sie schulden uns Antworten. Antworten Sie. Antworten. Welche Antworten?
Sie haben mich doch schon längst verurteilt, meine Herren Reporter. Lass uns Schluss machen. Die Pressekonferenz ist beendet. Sie sind ein Monster! Ja, genau derselben Meinung bin ich auch. Sie sind ein Monster! Ganz richtig! Und Sie sollten sich schämen! Halten Sie mich etwa auch für ein Monster? Naja, ein Heiliger sind Sie auch nicht gerade. Verstehe. Wissen Sie, man hat mich nicht nur einmal vor Gericht gebracht, aber am Ende ist jedes Mal meine Unschuld festgestellt worden. Ich wurde immer freigesprochen. Es werde Licht. Wow, das ist ja fantastisch, Mr. Ferrari. Ich komme mir vor wie ein Kind im Spielzeugladen. Bitte. Das hier ist unser neuester Prototyp. Wow, das sieht ja fabelhaft aus. Und das? Das ist der Super America. Wow. Sehen Sie ihn sich gut an. Und der dort ist der 250 GTL. Möchten Sie vielleicht etwas trinken? Ja, warum nicht? Was meint ihr, Leute? Gehen wir. Wow. Bitte. Danke. Also, auf Ford und Ferrari. Und aufs Geschäft. Tut mir leid, Mr. Paradise. Vielleicht haben Ihre Anwälte einen Fehler gemacht. Aber so hatten wir das nicht vereinbart. Ich verstehe Sie nicht ganz, Sir. Ich habe mich, was die Rennabteilung anbetrifft, von Anfang an sehr klar ausgedrückt. Oh, ja, und niemand versuchte, Ihnen da reinzureden, Mr. Ferrari. Aber bei der Ford Motor Company ist es üblich, dass, wenn Ausgaben eine gewisse Höhe übersteigen, diese Summe mit Detroit abgestimmt wird. Das ist in unserer Firma ein ganz normales Prozedere. Weiter nichts. Tut mir leid, Gentlemen. Aber ich bin mir sicher, dass wir nicht ins Geschäft kommen werden. Ich glaube, Sie machen da einen großen Fehler. Arbeit. Arbeit ist etwas, das ich gebe. Jedoch nie suche. Die Konferenz ist beendet. Und? Wie ist es gelaufen? Beschissen. Ich fürchte, ich habe noch mehr schlechte Nachrichten, Enzo. Heute Morgen hat sich Vittorio Jano das Leben genommen. Ich werde draußen auf dich warten. Vittorio Jano ist tot. Also, lasst jetzt alle eure Motoren an. Wenn Vittorio das hört, wird er nicht mehr so einsam sein. Thank you.
Geschäft mit Ford ist nicht zustande gekommen. Sie wollten sich in unserer Firma als neue Bosse aufspielen. Das konnte ich auf keinen Fall zulassen. Leute, ich glaube, wir gehen sehr, sehr schweren Zeiten entgegen. Unser einziges Ziel muss es sein, Ferrari in Zukunft noch stärker zu machen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir es zusammen schaffen. Also, zurück in Ihrem Reich. Sagen Sie, warum sind Sie nach all Ihren Erfolgen mir aus Maranello weggegangen? Wenn ich irgendwo anders hingegangen wäre, wäre ich nur einer unter vielen gewesen. Hier bin ich. Enzo Ferrari. Sekunde kommt dazu. Wir sollen uns ja nicht zu selbstbewusst werden. Aber, Papa... Tu es. Na gut. Zweitstelle liegende Ferrari mit der Nummer 12 kommt in Schleudern. Gilles Villeneuve hat ein hervorragendes Rennen geliefert, aber wieder macht ihm technisches Versagen einen Strich durch die Rechnung. Aber nein, er fährt mit dem geplatzten Reifen zurück auf die Strecke. Das beweist seinen unbedingten Siegeswillen. Er ist das Markenzeichen des Kanadiers seit seinem Debüt in der Formel 1. Aber da Jody Scheckter mit dem Rennverlauf nichts mehr zu tun hat und Alan Jones mit 20 Sekunden führt, ist es wieder ein enttäuschender Tag für Ferrari. Sehen Sie sich den Schaden an, den Sie gemacht haben. Was denken Sie, was Sie hier fahren? Autoscooter? Hören Sie auf, meine Autos zu zerstören. Das macht mich sehr wütend. Es ist Zeit, dass Sie endlich mal gewinnen. Ist das klar? Ganz klar. Wenn ich am Sonntag nicht gewinne, dann lasse ich sein und werde das Team freiwillig verlassen. Gehen wir zum Essen. So ist es gut, Jill. Ausgezeichnet! Ja, komm schon. Lass ihn nicht vorbei! Lass dich jetzt nicht überholen! Was? Los! 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 Komm, komm, komm! Lass ihn nicht vorbei! Lass ihn nicht vorbei, Jill! Ich hab los! Lass ihn nicht vorbei, Jill! Bleib dran! Aber er gibt sich nicht geschlagen. Der Renault zieht beim beschleunigten Eingangs der Karten wieder vorbei. Diese Fahrer liefern sich heute ein packendes Duell. Die Zuschauer sind begeistert! Villeneuve attackiert erneut und bremst sehr, sehr schnell. Das ist nicht zu glauben! Ja, ja! Los! Los, los! Greif ihn an! Greif ihn an! Was schon? Was schon? Fahr vorbei! Ja! Ja! Lass es! Ist mir egal, ob du den Wagen zu schwer fährst! Los! Los, Schill! Was für ein Duell! Los! Bravo! Ja, gut, alter gegen Schill! Sehr gut, Schill! Alter gegen, das ist doch prima! Ja! Los! Los! Einen solchen Fahrstil hatte ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Er erinnerte mich an Nuvolari. Wie Nuvolari riskierte Gilles Kopf und Kragen.
Das machte mir Angst. Und jetzt ist deine Schwester dran. Nein, ich will noch weiterfahren. Gut, noch eine Minute. Brumm, 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 brumm. Und was ist das? Das solltest du lieber nicht anfassen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Nein. Sehr gut, danke. Nein. Hallo, Jacques. Gefällt dir das Auto? Sehr gut. Brumm, brumm, brumm. Gilles. Wie ist dein neuer Motor? Gut. Er ist gut, Senor. Sehen Sie mal. Sie haben so eine nette Familie. Zwei wundervolle Kinder. Aber wenn Sie in diesem Stil weiterfahren... Entschuldigung, Senor. Ich verstehe Sie nicht. Sind Sie mit meinen Leistungen nicht zufrieden? Wollten Sie mir das vielleicht damit sagen? Nein, jetzt ist Schluss. Ist alles in Ordnung, Senor? Ist wirklich alles in Ordnung? Ja. Familie ist etwas sehr Wichtiges, Gilles. Etwas wirklich Wichtiges. Sie haben recht, Senor. Und sie ist alles für mich. Sie bedeutet mir genauso viel wie Rennen zu fahren. Gehen Sie wieder zu Ihrer Familie. Auf Wiedersehen. Gilles Villeneuve erinnerte mich daran, wie ich gewesen war. So jung, voller Leben und voller Hoffnungen. Es war wie eine Botschaft aus der Vergangenheit. Aber dann verlöschte auch dieses letzte Licht. Bei seinem tödlichen Unfall flog er für einen Moment, der nicht enden wollte, durch die Luft. Wie ein kleiner Vogel mit gebrochenen Flügeln. Und wieder hatten sie einen Sohn verloren. Wahrscheinlich haben sie inzwischen das Gefühl, dass auf ihrem Leben ein Fluch lastet, nicht wahr? Ich bin nicht abergläubisch. Ich glaube nicht an solche Dinge. Das waren alles reale Menschen, die ich kannte, um die ich mich gekümmert habe. Ich wollte keinesfalls Ihre Gefühle verletzen. Sehen Sie, es ist nur so, dass mich diese ganze Geschichte interessiert. Ich habe Sie nicht umgebracht. Das habe ich auch nie gesagt. Es war Ihre eigene Entscheidung. Ja, natürlich. Sie kannten das Risiko. Es ist genau wie Sie sagten, Sie hatten nichts damit zu tun. Hallo? Ich wusste, dass du noch im Büro bist. Ich wollte gerade gehen, Piero. Hör mal, ich habe mich über Junis Sohn erkundigt. Aber er ist seit 5 Jahren tot. Papa? Papa, ist alles in Ordnung? Ja, es geht mir gut. Danke für die Information. Ciao. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wer sind Sie? Und was tun wir eigentlich hier? Alles wichtige Fragen. Lassen Sie Ihre verdammten Spielchen. Na schön. Wie wär's dann damit? Daran werden Sie sich doch erinnern. Was wollen Sie von mir? Ich will nur von Ihnen, dass Sie ehrlich sind. Legen Sie Ihre Maske ab. Vergessen Sie den Mythos für einen Moment. Ich möchte es von Ihnen hören. Bloß eine Frage. Sie sollen mir nur eine einzige Frage beantworten und dann gehe ich. Nach all dem, was Sie inzwischen wissen, von den Menschen, die sterben mussten, um ihren Traum zu verwirklichen. All das Leiden, das sie über die Menschen in ihrer Nähe gebracht haben. Würden Sie es nochmal tun? Versuchen Sie zu antworten, Signor Ferrari. Nicht mir, sondern sich selbst. Es gibt keinen Triumph oder Ruhm auf der Welt, der es wert wäre,
auch nur ein Menschenleben zu opfern. Genau. Und? Und wenn ich all die Toten wieder zurückbringen könnte, sie wieder lebendig machen könnte, würde ich es tun. Und ich würde alles dafür aufgeben. Danke. Ich habe gehört, was ich hören wollte. Ich glaube, das war alles. Es wird Zeit für mich, wieder zu gehen. Bevor Sie gehen, bitte sagen Sie mir, wer Sie wirklich sind. Nur ein Junge, der aus dem Nebel aufgetaucht ist. Haben Sie mich geliebt, wie Sie geliebt haben?